Hallo Kameraden, da sind wir wieder. Heute mit dem Grant gerade erworben. Ihr werdet also Zeuge meines ersten Versagergefechtes. Statistiken sind heute wieder traumhaft. Können wir mal schnell reingucken. Ja, also ihr seht es, 4 von 9. Glatte 4 Abschüsse und 630 Schaden im Durchschnitt. Also heute läuft es wieder richtig gut. Was die Kohle angeht, kann ich nicht klagen dafür, dass ich hier im Low-Tier fahre. Legen wir einfach mal los. Crew habe ich. Achso, das hört jetzt vermutlich eh keiner. Immer wenn ich lade, hackt der Sound. Aber wir warten ja noch. So, da sind wir wieder. Die Teams sind puderrot, wie sich das gehört. Heute ist richtig schlimm. Verdammt viele Neulinge dabei. Aber gut. Weiß zwar nicht, wo die jetzt alle herkommen. Ist heute schon den ganzen Tag so. So, ich weiß nicht mal, wo man damit hinfährt. Okay. Zielt verdammt. Erstmal. Ich glaube, den werde ich mal fahren wie ein TD. Gucken, ob das passt. Schön, dass da drüben keiner hinfährt. Ihr werdet euch einig da. Den Stuart davor gefahren, muss sagen, bin maßlos enttäuscht. Das ist der schlechteste Stuart von den Vieren, den wir hier haben im Spiel. Sauträge, saulangsam, zielt verdammt schlecht. Kann darüber nichts Gutes sagen. Also ich hatte ganz anständige Fechte, das hat schon so weit gepasst, aber es war halt auch mörderanstrengend. So. Offensichtlich kann man da lang fahren. Aha, jetzt kommt doch einer. Wäre ich mal stehen geblieben. Das ist doch mal das Gleiche. Aber gut, wenn wir da durchdrücken können, dann machen wir das. Mal nicht oben hinfahren. Nicht ohne drehbaren Turm. Na klar. So, der Scheiß. Die hat die mich gesehen jetzt? Geht doch gar nicht. Kann dir da nicht helfen. Wirkungstreffer. Der ging nicht durch. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Boah. Das muss wehtun. Man auch irgendwo der ging durch. Nicht durch. Der ging voll durch ihre Panzerung. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Wirkungstreffer. Der ging fu Fahrzeug bin ich jetzt zerstört. Echt mit HE vermöbelt und ich Noob bin auch noch stehen geblieben. Ist ja zum Kotzen. Ach, da war noch ein B1. Oh Gott, Sascha, hast du dich dämlich angestellt. Oh wei, das darfst du ja keinem erzählen. Muppet Mover.
Cooler Name. Mal gucken, was er jetzt macht. Ach, das ärgert mich ja. Natürlich gewinnen wir, das ist ja klar. Er wird auf die Artisuche gehen jetzt. Ja, ich werde es trotzdem veröffentlichen, damit ihr mal seht, wie blöd man sich anstellen kann. Die Mathilda war doch garantiert ein Bot. Das ist doch echt zum Kotzen, dass man sich von sowas abkochen lässt, dann, oder? Furchtbar. Was hat mich denn hier noch getroffen? Bloß der T-46 B1 ist gar nicht dazu gekommen zu schießen. Warum um alles in der Welt schießt er mit HE? Jetzt hat er. Tja, Andrelli, jetzt müsstest du auch mal was machen da oben. Gut, weggekämpft. Oh Gott. Ja, gewonnen. Ob das jetzt Überlegenheitsabzeichen wert war, ich weiß es nicht. Dreifache Erfahrung wenigstens noch gekriegt. Das heißt, ich muss ja unter den Top 10 sein. Oh Gott, Vierter, ist das peinlich. So viele Panzer ohne Schaden. Alter Vater. Krasses Pferd. Da drüben ist auch nicht besser. Ja, das werde ich mal veröffentlichen. Dann habe ich mich wenigstens nicht alleine bescheuert angestellt. So, 14 Schuss abgegeben, 11 Treffer, 6 Durchschläge. Ja, das war die Mathilda. 440 Schaden, 10 erhalten, 8 Wirkungstreffer, 2 nicht durchschlagen und 110 Panzerung abgewehrt. 14.400 brutto, 12.090 netto und 1.178 Erfahrungspunkte sind dann bei rumgekommen. Das sollte jetzt reichen für den Motor. Was haben wir bei der Mathilda gemacht an Schaden? Kette, Funker und nochmal Kette. Naja. Das ist das gute Stück. So. Ah, reicht sogar für die angebliche Top Gun. Was ist das hier? 92, 110? 20er Feuerrate? Sieht doch aus wie ein HE-Geschütz. Okay, dann trotzdem erstmal den Motor erforschen. Flynn. Auslager verkaufen. Okay, dann soll es das hier erstmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.